Der gesellschaftliche Wandel, den wir heute brauchen, ist sehr umfassend. Das Motto, was auch bei den Demonstrationen heute gesprochen wird, System Change, not Climate Change, trifft es auf den Punkt. Wir brauchen, um das Klima zu retten, eine andere Gesellschaftsform und eine andere Wirtschaftsform. Und damit die nicht nur äußerlich umgesetzt wird, sondern wirklich nachhaltig auch von innen her getragen ist, machen wir immer wieder gesellschaftliche Utopien, in denen wir erfahren, was es heißt, auf einer tiefen Ebene zu kooperieren unter Menschen. Unter Menschen, aber auch mit Tieren, Pflanzen, mit der Erde. Sodass wir verstehen, wo wir leben und wer wir sind und wer die anderen sind, auch wenn sie ganz anders sind als ich. Also wie können wir mit Verschiedenheit leben, mit verschiedenen Völkern, mit andersartigen Meinungen? Und dafür braucht es einen ganz, ganz guten Kontakt und Bewusstsein jetzt zu sich selber, zu mir selber und eine Art, miteinander in Verbindung zu kommen, wo wir wirklich uns wertschätzen und respektieren. Und das meinen wir mit Wärme und Verbundenheit, also eine Kultur aufzubauen von Kooperation, die, je mehr das gelingt, wie von selber das Leistungsdenken und unendliches Wachstumsdenken zurücklässt. Weil eine andere Erfüllung eintritt. Und auf dem Weg kooperieren wir auch mit unseren eigenen Lebenskräften, Gefühlen, Bedürfnissen. Wir mit dem umfassenden Menschsein, dass wir Körper, Geist und Seele haben, dass wir sinnliche Wesen sind und dass wir uns darin unterstützen können, dass Liebe gelingt. Dass wir ein erfülltes Leben haben, was nicht so viel von außen braucht, wenn wir einander vertrauen. Dazu laden wir ein. Für die Erfahrung und das Handeln, das aus so einer tiefen Verbindung heraus entsteht.